Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Bierhamster und von Nersus Proud bzw. Chris. Ach, Eisenleber kennt auch immer wieder. Ach, oder Eisenleber, der hat so viele Namen, aber Namen sind Ja, Schall und das Rauch. Letzteres klappt am besten. Ja, Eisenleber ist immer gut. Und diesmal spielen wir Borderlands und wir sind hier in der Lobby und wir werden das wieder als Multiplayer gestalten, denn im September kommt ja Borderlands 2 raus. Und bis Yay! dahin wollen wir das im Let's Play durchgezogen haben. Und entsprechend werdet ihr das jetzt von uns mitkriegen. Müssen wir irgendwas gegen FSK sagen? 16? Ich glaube, es ist sogar FSK 18. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil es ist ja die deutsche zensierte Edition, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe aber keine Hülle hier liegen. Also, naja, guckt es euch an, solange YouTube es nicht sperrt. Okay, ready. Alles klar. Bin ich auch ready? Spiel starten, da oben. So, jetzt warten wir auf das Intro. Ein episches Intro ist das. Oh ja. Und wir hatten das ja schon mal probiert. Und da ist es schief gegangen. Denn wir hatten eine Mordsversatz drinne. Nein! Es startet kein Intro. Schade. Reichen wir mal einer einfachen Folge nach? Die legst du dann als die 000 dahinter oder sowas? Ich bin CLP for PTP. Hoffe Du ich, das kannst mich geht. aber wie alle hier Claptrap nennen. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Ja. Netzwerk-Display in Empfang. Ja, gib Ein her das Geschenk Ding. der Thor Corporation. Der Kleine ist ganz lustig, die Jungs tauchen immer wieder auf. Wir haben auch die komplette Game of the Year Edition da, das heißt, wir haben alle Add-ons dabei. Sind, glaube ich, drei oder vier Stück. Vier Ich sind's, sag jetzt glaube ich. mal. Vier sind's, glaube ich. Und damit werden Vier, wir eine glaube ich, ne? ganze Weile beschäftigt sein. Ja. Werden aber die Add-ons wahrscheinlich erst nachdem die Hauptstory durch ist, oder? Rein vom Level her könnten wir sie zwischendurch machen. Hervorragend! Aber Ich wenn es um registriere, dass Borderlands dein 2 geht. Echo-Gerät voll funktionstüchtig ist. Hier entlang, bitte! So, was gibt's noch zu sagen? Ja, Klassen. Was hast du denn? Ich habe die Jägerklasse. Es ist quasi eine Scharfschützenklasse. Und, ja. Wir zielen und dann schießen wir dem Jungen ins Heck. Ja, ich habe hier Soldatenklasse genommen. Roland. Der hat so Sturmgewehre, Maschinengewehre. Kann aber auch Schrotflinten nehmen, was ich machen werde. Von uns beiden versuche ich mal Tank zu machen. Das heißt, Wayne gibt mir hoffentlich so in 2 Sekunden mal vorzurennen. Und dann ballere ich mit der Schrotflinte mit dem Scharfschützengewehr durch die Gegend. Ja, und wir werden natürlich, ihr habt ja wahrscheinlich schon teilweise mitgekriegt, ich bin eine etwas dunkle Persönlichkeit, also geben wir uns alles im Dunkeln. Naja, gut. Ich finde es gerade ein bisschen laut, die Musik. Ich muss gleich mal gucken, ob ich die vielleicht ein bisschen leiser kriege. Das ist ein bisschen doof. Musik. So. Genau, und es gibt nämlich auch immer so Kisten und Verstecke und so weiter. Das hat jetzt unser, ich nenne ihn jetzt Roland, weil er immer Roland da steht, ausgeräumt. Siehst du, Namen ändern, konnte man das überhaupt? Nee. Doch, klar, irgendwo geht das. Doch, an der New U Station geht das. Ah, ich habe dir gerade deine Munition geklaut. In der New U Station? So. Stimmt, in der Tat. Zack. Oh. Och, die sind es. Ja, wir versuchen es so ruhig wie möglich zu spielen. Wir kennen es schon. Ich habe es mittlerweile schon zweimal durchgespielt. Von daher sollte man nicht allzu sehr versagen. Also wir wissen ungefähr, wo es lang geht und so weiter. Aber man muss auch dazu sagen, es ist lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, von meinen 7 Schuss habe ich schon 2 verballert. Ja, ich muss auch gucken, wann es dann irgendwann mal eine Schrotflinte gibt, ne? Ich erinnere mich, dass das eine Weile gedauert hat. Nee, Schrotflinte kam sogar relativ früh. Wenn du auf ein Sturmgewehr warten musst, dann kann ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja. Oh, Scheiße. Oh, Mann.
Was zum? Schwerer Treffer! Gemessert! Boah, das gibt's nicht. Ich bin so blöd, den Kopf zu treffen heute. Ja, wie gesagt, das ist schon länger her, dass wir es gespielt haben. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Ah, ich glaube, das wird geteilt, oder? Ich glaube, ja. Hier ist Munition für dich, reichlich. Ja, sehr schön. Ist hier was in der Schüssel für mich? Eine Kloschüssel? Aufklappen? Nee, auch für dich. hier ist auch noch für dich. Für dich. Hey, ja, ja. Oh, ich hab wieder ausgetriggert. Ja, ist okay. Oh, hier ist nochmal Geld. Oh, Mann. Bleibt der stehen? So muss das aussehen. Genau, richtig umgehen mit Maschinengewehren wegen der Streuung. In die Eier zielen und dann einfach nach oben zielen lassen. So, meine Muni kannst du jetzt aufheben, ich bin gerade voll. Ich habe das Problem, ich habe keine Munition mehr. Null. Ja, jetzt gibt's eine Waffe, hier müsste was... Ja, Pistolenmunition. Oh scheiße, jetzt hab ich beide genommen. Ist okay, welche willst du haben? Mir egal. Ach, nehm ich die. Die Perion ist besser, nimm du die mal. Hast eine vernünftige Zwotwaffe. So. Ich hoffe, ich krieg bald mal wieder Sniper-Munition, weil sonst wird das ziemlich essig hier. Niedlicher Kleine, wie er sich aufregt. Ich fällt gerade auf, das ist der erste Shooter, den wir spielen. Ja. Beziehungsweise. Naja, Let's Play Call of Duty könnte ein bisschen hässlich werden. Ja, das mache ich nicht mit dir, das kannst du aber glauben. Ah. Ja, den anderen kannst du auch noch mitnehmen. Da bist du irgendwann mal voll damit. Endlich Munition. Da freue ich mich auch wie ein Kleinkind gerade. Der hat eine Schrotflinte dabei. Oh Mann. Ah. Ich muss nachladen. Oh. Hier ist Scharfschützengewehr-Munition, Swimmer. Okay, das hilft. Ich weiß nicht, ob man World of Tanks. Nee. Nein, nee, vor Combat Rifle. Hab noch Combat Rifle aufgehoben. Ich hab auf jeden Fall Sniper gezielt und aufgehoben. Oh Mann. Ich mag dieses Spiel sehr, muss ich sagen. Ist so cool. Ja, macht doch Mods Spaß, gerade wenn man selber spielt. Das war schön. Drei Schuss, drei Tote. Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der richtige Mann. Ach, das Ding macht kaum Schaden bei mir und. Ja, diese komische Ische, die uns da gerade zugelabert hat, die wird uns hier noch eine ganze Weile begleiten. Das ist so ein bisschen was wie so eine Art Orakel oder sowas. Für Leute, die zu viel getrunken haben, denen begegnet die und dann, ja. Sieht man halt so komische, blasse Weiber. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach ja, ist da. Dann hier. Das ist viel Scharfschützenmunition. Ich bin voll. Na gut, dann nehme ich es mit. Voll sein ist immer gut. Jo. So. Warte mal, da ist noch ein grüner Kasten. Wir nehmen hier halt auch alles mit. Auch so ein paar versteckte Sachen. Also versteckte Kisten und so weiter, weil man kann das Geld hier auch echt gut gebrauchen. Gerade später, wenn man dann mit Granaten um sich wirft, die findet man ein bisschen seltener, muss man meistens kaufen. So, ne? Hier hinten ist noch, ne, das Scharfschützenmunition. Ja, ich bin jetzt voll. Ja, du bist da drüben, wir sehen dich. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung! Der neue Besucher hat das Problem gelöst!
Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. Ja, wir müssen halt, wie gesagt, jetzt Dr. Z hier da rausholen. Hast du eine Mission ausgewählt? Ja. Siehst du ein neues Icon auf dem Heads-Up-Display? Der labert mich zu und ich kann nichts drücken. Der Wegpunkt zeigt dir, wohin du musst, um deine momentan aktive Mission auszuführen. Da unten die Raute. Ja, Quests fassen wir einfach nur ein bisschen zusammen. Ja, soweit wir sie wissen. Ja. Heute Abend ist Fleisch. Nam nam nam. Danke fürs Aufmachen. Kein Ding. Ich heiße Zed. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. Aber ich halte die Medstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß ohne die alte Predigtmarke. Die Kammer ist ein Mythos. Sie werden sich den Tod holen. Immer wieder schön. Das hätten wir. Bitte folge mir. Ich öffne das Gate für dich. Ja. Jetzt müssen wir ein paar Stacks umnieten. Ja, hier gibt es auch immer mal so ein paar kleine Achievements. Also, so was weiß ich, 1000 Mal geschossen. Ja, das gibt's wirklich. So und so viel Critical Hits mit Elementarwaffen. Also es gibt Waffen, die quasi auf verschiedenen Elementaren basieren. Und da bin ich aufgestiegen. Volltreffer! Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Ja. Ja. So, um Claptraps zu reparieren, da gibt es hier so lustige Werkzeugkofferchen. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Und die helfen einem. Es gibt noch später mehr Effekte von den Jungs. Und wenn man die repariert, geben die zum Beispiel einem Zugang zu geheimen Verstecken und so weiter. Ja. Und fast jeder Claptrap, jetzt abgesehen davon, von dem hier, erhöht dein. Gibt dir eine Inventarverbesserung. Das heißt, du kannst mehr tragen. Das heißt, es ist sinnvoll, alle mitzunehmen. Und wenn ich mich recht erinnere, bei ihm musste auch mal nochmal in eine total zerstörte Stadt, nachdem du da schon mal drin warst, und so ein Spaß. So, Skeks töten. Ich brauch das schon. Mann, die Viecher sind aber nervig. Das sollte reichen. Ja. Wir sehen uns gleich. So, warte mal. Ich bin hier noch. Hier liegt nochmal dreimal Scharfschützen. Nee, zweimal Scharfschützen, oder? Nee, einmal. Ja, Munition für mich. Na, dann gehen wir mal zurück. Da hinten müssen wir ja dann noch hin. Ja, das ist ja hier alles. Ja. Also man läuft auch viel hier. Gibt dann natürlich auch Fahrzeuge später. Ja. Was genau. Die Sache sehr viel angenehmer macht. Ja, das macht uns später natürlich richtig Spaß, weil du dann halt einen Fahrer und einen Richtschützen hast. Hehe. Das ist auch cool. Ja, das ist auch lustig. So. Was willst du? Box meinen aus. Auftrag abgeben. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Mann ist dir das egal. So. So, jetzt sollen wir das Erste-Hilfe-Gerät hier reparieren. Genau, hier, das sieht man nämlich, das ist nämlich alles noch dunkel. Du weißt, was du noch fehlen ein paar Teile und die müssen wir uns jetzt holen. Ja. Sind noch gleich ums Eck. Ja. Sind halt nicht allzu schlimm. Alles kein Problem. Na, wo sind sie denn? Hier, Skaggy. So, ich zieh mal auf die andere Seite.
Ja, wenn die das Maul aufreißen, man schießt rein, ist das ein kritischer Treffer. Ähnlich wie wenn man ja. Menschen auf den Kopf ballert. Jetzt brauche ich keinen Arzt mehr. Und dann ist dann erstmal Ruhe. Genau. Zack, da hätten wir. Also jedes Monster hat irgendwo auch seine Schwächen. Was sehr gut ist. Hier ist nochmal Sniper-Munition. Ich weiß nicht, ob du die mitnehmen willst. Nee, ich bin voll. Ja. Okay, gut.